Hallo und willkommen zu einem weiteren Warcraft-Tagebuch, in dem ich mal wieder freischnauze auf mein echtes Leben, mein Vanilla-Leben, unsere Gilde, die Mana-Crew, TBC und allgemein viele Ingame-Themen eingehe. Wie immer, lasst doch super gerne direkt einen Daumen nach oben da und nehmt am Gewinnspiel teil, bei dem ihr einen Monat WoW-Spielzeit gewinnen könnt. Wie das geht, erkläre ich euch am Schluss des Videos. So, dann starten wir auch direkt mal los und ich fange auch direkt mal mit einem Thema an, was vielleicht mich persönlicher betrifft, beziehungsweise warum im Moment etwas weniger Videos auf YouTube kommen. Das hat mit dieser ganzen Corona-Lage zu tun und ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber ich arbeite selbst in der IT-Branche, in einem, ich nenne es mal Bereich, in der ich dafür verantwortlich bin, dass andere IT-Unternehmen geschult und vor allem, also geschult werden können und vor allem arbeiten können. Das Problem daran ist, dass ich momentan wirklich, und das ist nicht gelogen oder keine fiktive Zahl, wirklich 8 bis, ich nenne es mal so 14, teilweise sogar in den letzten Wochen 15 Stunden pro Tag gearbeitet habe oder arbeiten musste. Was diese ganze YouTube und ich mache danach noch ein Video, wo ich erstmal ein Skript schreiben, produzieren und dann noch aufnehmen und ja, alles was damit halt zu tun hat, irgendwie noch machen muss, irgendwie ein bisschen eingeschränkt hat. Das Ganze habe ich schon gemerkt bei der ZG-Reihe, die habe ich noch durchgezogen und dann wird ich nach der Arbeit nochmal jeden Tag 3, 4, 5 Stunden gemacht. Habe dann aber gemerkt, das wird mir dann definitiv zu viel und verbringe jetzt eigentlich eher dann die Zeit danach noch mit Freundinnen oder spiele selbst einfach ein bisschen Classic, ganz entspannt. Da wird jetzt aber in nächster Zeit definitiv wieder mehr kommen. Ich habe schon 2, 3 Videos parallel gerade am Machen, die werden glaube ich relativ cool und sind vielleicht auch mal so ein bisschen anders und ja, nur dass ihr da mal so auf dem aktuellen Stand seid, schreibt mir doch super gerne mal in die Kommentare, wie es euch mit dieser ganzen Corona-Lage eigentlich geht, also habt ihr viel zu tun, seid ihr in Kurzarbeit oder ja, schreibt mir mal eure Lage super gerne in die Kommentare. Dann geht's auch direkt weiter mit unserem ersten Ingame-Thema für heute, Thunderfury. Unsere Gilde, die Mana Crew, hat vor circa 4 oder 5 Wochen die erste Fessel von Gar bekommen, hatte ich euch schon im ersten Tagebuch erzählt. Jetzt hatten wir das Glück, dass vor ungefähr 2 Wochen die zweite getroppt ist, wo ich euch auch gleich mal im Hintergrund einen kleinen Clip von Nico einblende. Den könnt ihr auch gerne auf Twitch folgen, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und dort gibt's Nerd-Streams und alles, was dazugehört, aber blende ich euch direkt mal ein. Das war erst eine Bombe, oder? Es war Ekliptika. Die zweite Bombe. Alter! Das ist geil gespielt. Das war echt geil. Zweite Bombe, ja. Alter, was kommt denn für ein Damage, man? Na. Übel. Ja, der war ziemlich geil, Leute. Ja, Mann! Woo! Here comes the boom! Sehr schön, GZ! Nice. Was so ein paar Pixel dann doch für eine Euphorie auslösen können, oder? Also war schon aber auch echt einfach ein cooler Moment, wo dann die zweite Fessel endlich getroppt ist. Naja, ein paar Tage später haben wir uns dann alle in Silithus getroffen, waren so um die 60, 70, vielleicht auch 80 Leute von der Mana Crew Gilde und haben im Nordwesten dieses World Boss Event mit Donnaran gemacht, wo man den dann beschwört mit noch so ein paar anderen Materialien und den dann umhaut und dann das Schwert bekommt. Besser gesagt, unser Main Tank der Pheran, Grüße gehen da raus. Nachdem wir den Boss dann umgehauen hatten, haben wir unseren Off-Fury mit Hand of Ragnaros dann noch ein Duell gegen Pheran, der dann gerade eben Thunderfury bekommen hat, noch machen lassen und haben das dann so als, ich nenne es mal, Abschluss, bevor dann unser BWL-Raid losging, gemacht und ja, all in all war es echt ein geiles Event und hat echt mal wieder Spaß gemacht, ja. Kommen wir schon zum zweiten Ingame-Thema für heute, Twinks, oder auch besser gesagt, ich twinke. Ich habe es jetzt endlich auch mal geschafft, mir einen zweiten Char zu erstellen, nämlich, wie ihr ja wahrscheinlich schon im Hintergrund sehen könnt, den Ork-Shami. Ich spiele ihn jetzt ungefähr seit 2 Monaten und habe es leider erst auf Level 30 bzw. 31 geschafft. Er macht aber trotzdem, und jetzt vor allem seit er Level 30 ist, mega viel Spaß, zwecks Windfury und ich habe mir so eine Level 29er blaue Axt gekauft, direkt feurige Waffe drauf gemacht und ja, jetzt brauche ich für einen Mob ungefähr, bzw. entweder 1 Minute oder halt 2 Sekunden, wenn Windfury und alles prockt, was geht. Macht aber auf jeden Fall mega Spaß. Aber auch treffe ich nach wie vor, beziehungsweise vor allem vielleicht jetzt in der momentanen Lage, überall Spieler, mit denen ich ins Tanzen laufe oder alle möglichen Quests mache. Und das ist, denke ich, genau das, was mir Spaß macht. So ohne Druck etwas entspannt leveln und mit anderen Leuten interagieren, ja, einfach Spaß haben und die Zeit vergessen. Wie ihr wisst, spiele ich als Main in Heal-Druiden und überlege mir aber trotzdem, den Shami ebenfalls wieder auf Heilung zu spielen. Also, wenn er dann mal Level 60 ist. Ich bin mir zwar noch nicht so ganz sicher, ob ich das tun soll, da ich ja schon den Heiler habe, aber ja, vermutlich. Ich spiele halt einfach durch und durch und irgendwie gefühlt in jeder Expansion Heal. Ich glaube, das wird dann auch dann einfach mein zweiter Healer oder was haltet ihr davon? Soll ich den vielleicht doch lieber auf
Verstärkung spielen. Schreibt mir zudem mal eure Charaktere samt Klasse und Level in die Kommentare. Jedes Kommentar macht zudem automatisch an einem Gewinnspiel mit, bei dem ich einen Monat Spielzeit raushau. Also dazu dann am Ende gleich noch ein bisschen mehr. Der neue und erste 20-Mann-Raid-Dungeon zu Gurubistan, Mann, ist der schwer. Also not, aber war ja schon irgendwie abzusehen, dass man da vor allem mit BWLG einfach durchrennen wird. Ich finde das aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, da es A, mit 20 Leuten dann nochmal entspannter ist und man noch mehr rumblödeln kann und B, man ja doch noch das ein oder andere gute Item bekommt, auch wenn es nur die Verzauberungen bzw. die Götze und der Ruf ist. Ich als Heiltruide gehe da aber vor allem für den Chindu-Loot rein, besser gesagt den Kolben und die Halskette, da die Mainhand von Nefarian bei uns in, glaube ich, 10er dies noch nie getroppt ist. Und natürlich die besagten Verzauberungen. Ich war jetzt 3 oder 4 Mal mit dem Druiden drin, habe aber auch den angesprochenen Loot von Chindu noch nie gesehen. Vielleicht habe ich dabei auch nur Pech, gibt ja schließlich auch schon Leute, die auf den Reittieren rumrennen. Zu BWL will ich heute eigentlich gar nicht so viel sagen, außer dass ich mein T2-Set voll habe, was aber glaube ich als Heal-Druide nicht so schwer ist, und ich aber außerdem den Ring von Nefarian bekommen habe, was durch und durch ein fettes Upgrade war. Ich mache aber im nächsten Tagebuch wieder ein kleines Char-Update von Redaro, meinem Heal-Druiden. Was ich allerdings noch zum Thema BWL erwähnen will, ist, dass unser zweiter Raid nun auch BWL-Clear hat, fettes GZ dazu. Ich hätte ehrlich gesagt niemals gedacht, dass wir irgendwann mal so viel aktive Leute haben, dass wir mit 2 Raid-Gruppen raiden können, auch wenn natürlich, sagen wir mal, ich glaube so um die 30% Twinks dabei sind. Persönliches Dank hier aber auch nochmal wirklich an unseren Raid und unsere Klassenleiter, die da wirklich einen fantastischen Job machen. Ich war außerdem fleißig in Silithus beim Farmen. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wurden frühzeitig die Zirkel des Szenarios-Quests in Silithus freigeschalten, welche eigentlich erst mit Phase 5 ins Spiel kommen sollten, also zumindest ein Teil davon. Hierbei könnt ihr jetzt als Koch ein neues Rezept für Milibar-Food bekommen und allgemein Ruf bei besagten Zirkel des Szenarios farmen. Das bedeutet, ihr klatscht jede Menge Gegner der Twilight-Fraktion um, sammelt 3 Set-Gegenstände, die ihr anlegt, und beschwört mit diesen in einem von 3 verschiedenen Windsteinen einen Mob, der dann wiederum ein Wappen fallen lässt, mit dem ihr noch stärkere Gegner beschwören könnt und allgemein gegen eine Quest bzw. Ruf eingelöst werden kann. Den besagten Ruf benötigt ihr dann für unter anderem spezielle Rezepte für Naturwiderstandausrüstung für den Akku-Raid in Phase 5, wobei das wahrscheinlich am ehesten für Tanks und vielleicht Midi-Klassen und dann auch nur für vor allem 1 bis 2 Bosse wichtig wird, dazu dann aber in einem späteren Video mehr. Außerdem gibt es noch eine längere Questreihe, in der ihr sogar am Schluss einen Raid-Boss umhauen müsst. Seht ihr auch gerade wahrscheinlich im Hintergrund. Da gibt es dann ein ganz nettes Naturwiderstands-Item, was wie erwähnt vor allem für Tanks und Midis wichtig werden kann. Allgemein wird aber die Rufstufe dann erst in P5 interessant, da ihr diese dann für spezielle Quests und deren Belohnungen benötigt. Dazu mache ich dann aber wie erwähnt nochmal ein separates Video. Blizzard hat zu The Burning Crusade eine Umfrage verschickt, welche eigentlich sehr deutlich auf ein TBC Classic hindeutet. Ich persönlich habe mich ja doch mega auf ein Classic Plus gefreut, aber warum sollte das aktuelle Blizzard tun? Ein Classic Plus hätte mehr Entwicklungskosten sowie ein viel größeres Risiko, dass es doch nicht so gut ankommt wie erwartet. Außerdem feiern super viele Spieler TBC als das beste Add-on. Der einzige logische und risikofreie sowie kostengünstige Weg ist es also meiner Meinung nach, nach Vanilla TBC zu bringen. Ob sie danach eine Art Classic Plus rausbringen oder ob es mit WoTLK weitergeht, steht natürlich noch in den Sternen. An und für sich war es ja ein super Add-on, bis vielleicht dieser Patch mit dem Dungeon Finder, der für mich persönlich die komplette Illusion und das Soziale der Welt von Warcraft gekillt hat, oder besser gesagt komplett zerstört hat. Weil Knopf drücken, Random Dungeon, ein Wipe, Rechtsklick, Instanz verlassen. Wobei ich mir fast zu 100% sicher bin, dass, sollte WoTLK kommen, es anschließend kein Cataclysm mehr geben wird, da dort einfach die Kurve an Spielern deutlich nach unten ging. Nach WoTLK könnte es dann aber wirklich sein, dass ein Classic Plus möglich wäre. Ich meine, allein in Vanilla gibt es noch so viele Zonen und Orte, die es nie ins Spiel geschafft haben, wie zum Beispiel Uldum, der Krater von Ashara, der ein Battleground werden sollte, das mystische Portal in den Gewässern von Ashara, was allerdings auch nur ein Placeholder sein kann bzw. war, die Krypta von Karazhan, Crimbatol, Mount Hyjal und viel, viel mehr. Ich freue mich natürlich mega auf TBC, unterm Strich war das mein meistgespieltes Addon und ich habe unendlich Bock drauf, drüber Videos zu machen und es natürlich selbst zu gamen. Wie seht ihr die ganze Thematik, auf was hättet ihr denn so am meisten Lust und vor allem, wie soll der Servertransfer stattfinden? Sollen die aktuellen Server geklont oder soll der momentane Realm auf TBC erweitert werden, aber was ist dann mit Classic? Sollen komplett frische Server kommen oder wie ist da der richtige Weg? Gerne ebenfalls mal eure Meinung in die Kommentare. Wie ihr seht, will ich fast zu jedem Punkt eure Meinung wissen. Schreibt mir so gern mal zu einem oder auch zu allen Punkten einen Kommentar und nehmt somit automatisch an meinem Gewinnspiel teil, bei dem ich 2x einen Monat Spielzeit raushau. Jedes Kommentar kann gewinnen. Den Gewinner ziehen wir dann aus allen Kommentaren live bei Nico im Stream am Mittwoch, den 6.5. ab 19.30 Uhr. Den Twitch-Link dazu findet ihr oben in der Beschreibung. Außerdem schreibe ich die Gewinner dann nachträglich noch hier in die Kommentare und pinne den Beitrag an.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch super gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in Vanilla, bleibt gesund und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.